Yo Leute, hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Rives Adventures. In der letzten Folge sind wir hier in diesen Raum reingekommen. Und das habt ihr nicht gesehen, denn die letzte Folge ist mir leider verloren gegangen. Was ich sagen kann, wir waren hier in diesem Hauptraum, haben einiges erlebt. Ich werde jetzt nicht das Ganze nochmal aufklären. Ich würde sagen, wir machen einfach dort weiter, wo wir das letzte Mal schon stehen geblieben waren. Und das war in der Lobby, denn dort befindet sich ein Fernseher und hinter den sollen wir kommen. Und ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Und ich habe in der letzten Folge schon einmal erwähnt, dass wir es wohl so machen werden, dass wir hier das Ganze jetzt mit Hilfe des Game Modes aufknacken werden. Okay. Dafür werden wir mal eben hier das Ganze ins LAN öffnen müssen. So. Und hier sehen wir auch schon. Wir werden uns das jetzt unter Umständen einfach mal kurz angucken. So. Hier müssten wir jetzt eigentlich irgendwo... Oh, ne. Das ist wieder so ein klassisches Problem. Ah, nicht mal das funktioniert. Ey, das darf nicht wahr sein. Ah, haben wir es jetzt? Oh ja. So, sehr schön. Das hier ist die Regelung. Jetzt bin ich gespannt, was wir hier hätten tun sollen. Damit, okay, es ist auf jeden Fall im oberen Stockwerk irgendwo ein Redstone-Signal. Ah, ja, ja, abgreifbar. Ah, das habe ich noch nicht mitbekommen. Okay, auf jeden Fall mussten wir das jetzt leider so machen, denn wir kamen auf keine andere Art und Weise hier rein. Und jetzt bin ich gespannt, wo wir da im oberen Stockwerk exakt hier darüber ein Signal auslösen konnten, denn ich habe nichts gesehen, als ich da oben war. Und es war ja hier Lobby Top Bay. Ich weiß es nicht. Hier ist auf keinen Fall ein Signal abgreifbar. Vielleicht war es hier im nächsten Raum. Nee, da kamen wir noch nicht rein. Na gut. Oh, okay. Das war auch der Eingang. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier das Ganze hätten machen sollen. Wir werden es jetzt nochmal kurz probieren, indem wir hier außen einfach jetzt gleich einen Block abbauen. Bevor wir hier dann so weit weitergehen. Denn mich interessiert, wo das Redstone-Signal herkommt. Mal gucken, was haben wir hier? Aha, okay. Gut, dann hat das aber eigentlich nichts damit zu tun. Kann das sein? Oh, was sehe ich denn da? Gut, das hing nämlich auch nicht damit zusammen. Ah. Würden wir jetzt reinkommen? Irgendwo muss das aufgehen hier. Ach, ich habe doch keine Ahnung. Ist auch egal. So. Hier haben wir jetzt verschiedene Kisten. Das ist der Ort, an dem wir jetzt sind. Ich weiß nicht, wie wir hier sonst reingekommen wären. Ich bin sowieso der Meinung, dass die Map ein paar Bugs hat. Und das hier ist einer davon, glaube ich. White Toilet Paper. Oh, ne, brauchen wir, glaube ich, eher nicht. Okay, hier ist sonst nichts drin. Complementary base plan for destroying Stalagma. Add 3 BU shays and load them with TNT. Swarm them with archers and warriors. Knock down the walls filled with TNT support. Kill all the citizens. Take over the fort of Stalagma. Colonel Sykes. Alles klar. Das ist der Coroner's Office Key. Das ist ein Rough Draft von Stalagma. Den lassen wir mal kurz laden. Okay, Blueprint of Stalagma. Ah, da sind die TNT-Kanonen. Okay, alles klar. Wir müssen jetzt also erstmal in Mr. Coroner's Office. Das werden wir auch gleich machen. Ich hoffe, diese Folge läuft ein bisschen besser als die letzte. So. Aber ich denke, das müssten wir diesmal tatsächlich auf die Reihe bekommen. Ich weiß, wie gesagt, nach wie vor nicht, was hier jetzt wirklich funktioniert hätte und was nicht. So. Coroner's Office scheint jetzt erstmal offen zu sein. Safe Game.
Wir haben natürlich in der letzten Folge schon gelernt, Spawn Points setzen ist wichtig. Das machen wir natürlich in dieser Folge auch wieder. Ich hätte schon fast gedacht, hier wäre was dahinter, aber scheint nicht so. Colonel Sykes Notes. Okay, hier hinter vielleicht noch was? Nein, okay, was haben wir jetzt hier? Den Button. Den müssen wir wohl hier draufsetzen. I've been head colonel here for about 4 years now. Ever since 2045, our committee has been trying to capture the fort of Stiligma. Stiligma is an old for use by the citizens of Greenville. The fort has many memories, including the Battle of Bunghole. The Battle of Bunghole was a battle between Greenville and the ancient Bungholians. The fort was able to handle the explosions and the Bungholians. After the battle, the Bungholians made a new power source. The power source was called Neutranium. Then that's where we came in. We joined together to make a company called Dead Space. Over the last 4 years, we finally have made a beast in which can wipe, which will wipe out all the testificates. Now it is time that we deployed. However, over the last few days, I heard that there is a new person in Greenville named Drive Play TV. Yeah. We will have to watch out for him, so till next battle, I will sign off, Colonel Sykes. Wow, interesting to know this. Stop. Wow, interesting to know this. If that's the case, you better start suiting up for war. I have searched Greenville and found something amazing. There is a building there that says nothing. Inside of it's an array of teleporters. You must go into each teleporter and complete the task. By completing the tasks, you're adding soldiers to the battle. So if you still don't get it, you're going to war. You must defeat Dead Space, Rive Play TV. By completing each task, you will get archers and soldiers. Use this pressure plate and use a portal, then use the button to get inside the building. That says nothing. After you have completed all of them, the battle teleporter will be usable. Alles klar? Moment, wo sollen wir die pressure plate einsetzen? Wir müssen irgendwo zu einem Portal. Ah, okay, hier runter höchstwahrscheinlich. Wow. Okay, hier ist jetzt ein Teleporter. Wir werden hier für die Pressure Plate verwenden, so wie es uns gesagt wurde. Zack. So, wir setzen mal wieder unseren Spawn Point. Und jetzt müssen wir in das Building mit dem Nothing drauf. Ist das hier gleich? Ah ja, hier Nothing. Perfekt. Einen Button dafür bräuchten wir. Zack. Oh, I found a secret in the city. Complete these mini challenges and I will show you the secret before you go to war. Hurry. Okay. Soldier Challenge, Battle Teleporter, Archer Challenge. Okay, ich würde sagen, wir beginnen mit der Soldier Challenge. Mal gucken, ob die easy wird. Ich glaub's nicht, ich glaub's nicht, ich glaub's auf keinen Fall, ich glaub's auf gar keinen Fall. Oh, wobei. War jetzt nicht so schwierig hier. Bis jetzt zumindest. Ich weiß nicht, ob vielleicht jetzt noch ein paar Starke ankommen. Jetzt bin ich nämlich schon doch zur Hälfte down. Das war's? Ich sag halt ja. Es war nicht so schwierig. Das Hauptproblem hier war tatsächlich, dass, also hier gab es eigentlich kein Problem. Das Hauptproblem wird kommen bei den Archers leider, aber nicht so schlimm. Recruit some soldiers for fight. You have now recruited soldiers into your army. Sehr schön. Was haben wir denn jetzt hier? Kind of self-explanatory. Ich glaube, wir müssen ihn killen. Kann das sein? Nee, irgendwie nicht kind of self-explanatory. Vielleicht mit dem Bogen? Mal gucken. Ah, okay, ja, mit dem Bogen. Nein. 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 Oh, je. Yeah. Ja, ich treffe die Buttons nicht. Das darf ja nicht wahr sein. Wird jetzt mal der blöde Button ausgelöst werden? Hä? Ist der schon ausgelöst? Oh. Hm. Nein, der war nicht. Jetzt ist er. Jawohl. Ich hör da schon irgendwo auf jeden Fall Skelette. Ein paar Pfeile habe ich noch. Aber ob sich das für alle Buttons ausgehen wird, das ist die Frage, ne? Eieiei. Vor allem, wenn ich nicht richtig ziele. Dann sehe ich eher da schwarz für uns. Hm, mal gucken. Aber ich glaube, ich habe alle Pfeile, die es überhaupt geben kann auf dieser Map.
Das darf nicht wahr sein, ey. Ich mach jetzt mal die linke Hälfte hier fertig. Wie viele Pfeile ich hierfür brauche, Alter. Das ist nicht normal. Zack, zack. Weiter geht es. Ah, ja, da war er jetzt, okay. So, jetzt haben wir auch Archers, also können wir jetzt den Battle-Teleporter nutzen. I have halted the teleportation for a moment. Somewhere in the street should be a yellow block. Place this pressure plate on it. It should open the door that is titled Just Blank. It is actually a secret mess office. Go and talk to him. He may send you to a cheap store. The battle is about to begin. Hurry, the city of Greenville needs your guidance. Okay, wir haben also eine... Place this pressure plate. Wenn ich eine hätte, würde ich das sehr gerne tun. Also werden wir uns jetzt eine pressure plate geben müssen. Gut, das wird jetzt lustig. Beziehungsweise vielleicht auch gar nicht so lustig. Nee, das wird nicht funktionieren. Okay. Pressure plate ID. Das ist die 70. Sehr schön. / give rife play tv 70.1 und genau sowas meine ich mit Bugs auf der Map. Das würde nie bei... Moment, das funktioniert so nicht, ne? Ne. Das würde bei sowas wie... bei solchen Maps wie bei Vegas nie passieren. Also, wo war Nothing? Ne. Just Blank war wo? Wo war dieses Just Blank-Ding nochmal? Oh, guten Tag, der Herr. Guten Tag, die Herren. Will ich stören? Ah, Just Blank. Hier, perfekt. So, da sind wir schon. Do not kill the mayor. It's rigged with TNT. Okay. Ah. Hello, Roughplay TV. I see that you're the new hero here. I'm guessing that you're aware of the next war that's about to start. We must win, otherwise the city of Greenville will perish. You are looking a little weak, Roughplay TV. Here, take this money and go to my secret store. When you're done buying, head to Seligmo. I'm counting on you. Alles klar. Dankeschön für die Money. Was haben wir hier? Dia-Schwert brauchen wir nicht. Bogen brauchen wir auch nicht. 64 Arrows, die können uns auf keinen Fall schaden. 20 Meat können wir auch gebrauchen. Nein. Vielleicht auch ein Flintenstiel. Oh, Bier. Oh, ja, Bier. Das war lecker. Okay. So, oi, mein lieber Scholli. Nein, hör auf. Oh, danke. So, und ich würde sagen, für den Rest kaufen wir uns jetzt einfach noch ein paar Potions of Strength. Denn viel mehr Nutzvolles können wir hier, glaube ich, eh nicht mehr bekommen. Ich hoffe, das ist genug. Und ja, Potion of Swift. Können wir vielleicht sowas auch bauen? Ja, Speed könnte uns auch was bringen. Und wir haben die Level ja sowieso. Den Rest haben wir ja sehr gut. Aber eigentlich vielleicht noch ein Stack Pfeile nochmal. Ja, ein Ersatzbogen auf jeden Fall auch nochmal. Ja, und dann würde ich sagen... Oh, nein, wir essen hier noch das letzte Fleisch hier. Und würden, und da würde ich sagen, machen wir uns jetzt auf nach, hier, auf in den Kampf. Wir werden sehen, wie weit wir in dieser Folge kommen. Okay. Fellow Archer, hey Roughplay TV, the army is setting up a base already. We are not allowed to leave the castle walls, otherwise we will get blown to pieces to stay inside the castle walls. You have a few minutes until the battle starts, so buckle up. Alles klar, was? Safe game, jawohl. Alles klar, you have it set to easy, medium or difficulty. Do not play on peaceful. If you do, the map will be trashed. Alles klar, was haben wir hier oben? Lass mich raus hier, was haben wir hier? Okay, wir haben noch Splash Potions of Instant Damage, das ist sehr nett. Noch ein neues Dierschwert, das brauche ich. If by any chance you are oversieged, do not turn into peaceful. It will ruin the map. You retreat further back into the castle. Okay. Was ist hier los? Ja, ich kenne mich schon aus. Was ist hier?
Never ever switch it to peaceful. Never. Ja, ich habe es verstanden. So, lass mich nochmal kurz hier gucken. It will be getting dark soon. That doesn't mean start attacking. Wait until my signal to attack. Alles klar. Es wird demnächst dunkel. Das sehe ich auch schon kommen. Und dann müssen wir hier attacken. Ich weiß noch nicht, ob die Golems auf der guten Seite stehen. Oder nicht. Gehen sie mir hinterher? Wir werden sehen. Wir werden sehen. So. Hallo, ihr seid meine Mitkämpfer hier. Dafür danke ich euch schon mal sehr. Vielen, vielen herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Das ist sehr, sehr nett von euch. Auch von dir und auch von dem Typen, der gerade wieder im Boden verschwunden ist. Ich hoffe nur, dass es jetzt demnächst mal dunkel wird. Jetzt wird es schon langsam nicht mehr witzig hier. Kann ich hier vielleicht noch was machen? Irgendwie jetzt... Yeah, I know it's getting dark, but do not attack anything until my order. Alles klar, wir attackieren noch nichts und wir attackieren noch niemanden. Hier drin sind wir auf jeden Fall vor den Marks, wollte ich jetzt schon fast sagen. Hier drin sind wir auf jeden Fall... Ja, hier drin sind wir auf jeden Fall erstmal vor den... Okay, it is nightfall, it is time for war, come on, right, let me get to the front walls and fire all... you see, there are 30 waves, come on, attack, okay. Attack, wir gehen nach oben. Hä, was? Hä, wohin denn? Wir machen hier mal auf die Türen. Auf die Tore. Ah, okay. Was, das ist es? Oh no, they have blasted the front door open. We will stand tall. Was haben die explodieren lassen? Oh ne, die, oh okay. Hä? Das ist richtig schade. Ah ne, Moment. Wir können das unter Umständen dem Schneemann anziehen. Das weiß ich noch nicht. Muss ich mal probieren. Jetzt hier. Wo war der? Hier. Kannst du das anziehen vielleicht? Kannst du das gebrauchen? Nee? Gut, dann juckt mich nicht. Ich brauche das auch nicht. Okay, wir pfeifen uns, glaube ich, erstmal eine Potion of Swiftness rein hier. Oh, super. Dann sind wir nämlich auf jeden Fall mal schneller. Also, alles attackieren, was wir finden. Was ist hier? Hier ist die Storage Unit. Okay, das brauchen wir bis jetzt nicht. Mal das Ding hier. Wo kommen wir hier hin? Okay, wieder aufs Dach. Broken TNT Cannon. Oh, bam. Die ist wirklich broken. Splash Potion of Farming haben wir noch ein paar Mal. Das ist sehr schön. Was? I think they used up all their ammunition, so don't worry about more explosions. Just fight. Hä? Ist doch voll easy hier. Warum ist das so locker hier, ey? Nee, jetzt mal ernsthaft. Schau mal, pass mal auf hier. Zack. Hey, there's a little bunkhouse behind the tribute shades. Go in there and find a key to exit the storage. Oh, alles easy. Zack, zack, zack. Wir können uns mal eben in so eine Potion of Strength einwerfen, vielleicht. So, und jetzt pass mal auf hier. Da, 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 da. Ba, 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 bam. So. Hä, hey, das ist easy. Wo ist denn hier noch wer? Hier, komm ran hier. Wisst ihr was? Wisst ihr was? Wisst ihr was? Hä? Wisst ihr was? Wisst ihr was? Wisst ihr was? Nein, 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 nein. Okay, das war die Front Door. Hä? Zack, 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 zack. Okay, da ist eine Witch dabei, sehe ich gerade. Das ist die einzige, vor der ich mir gerade wirklich Sorgen... Okay, hinter mir ist anscheinend auch noch eine. Jawohl, da ist sie. Das ist sehr unfreundlich von dir, meine Damen. Nein, 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 nein. Los, 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 los. Potion of Healing rein. Los, 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 schnell. Die Potion of Healing. Lass mich rauf hier, lass mich rauf hier. Oh. Uiuiuiui. Da unten geht erstmal die Party ab, aber... Junge, wie kommst du hier rauf? Wie kommst du hier rauf? Wie kommst du hier rauf? Dazu mich erstmal nicht weiter stören. Ich werde hier mal eben... Oh. Ja, so bringen die Potions natürlich besonders viel. Jo, nein, 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 oh, 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 nein, 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 Mark, 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 nicht Mark, hier, helf mir, Golem. Jo, okay, das ist doch ein bisschen heftiger, als ich mir dachte. Ich habe auch noch 10 Skeleton Spawn, ja, das ist sehr schön, danke. Strength habe ich noch.
Okay. So, jetzt geht's mal weiter hier. Das war ja. Ja, wären wir fast down gegangen. Das war nicht so schön hier. Komm mal ran hier. Regel du das mal. Dankeschön. Hinter dir ist noch einer. Jawohl. So, kommt mit mal mit, Jungs. Um deine werten Freunde hier hinten kümmere ich mich mal persönlich. Wir können die aber eigentlich hier einfach nach hinten bringen. Das dürfte nicht das Problem sein. So, komm mal mit hier. Ja, nur die Ruhe. Zack, Dankeschön. So, jetzt werde ich mich mal eben um diese unfreundlichen Typen hier kümmern. Ey, Jungs, 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 Jungs. Ey, seid ihr witzig, oder was? Nein, 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 nein. Nein. Oh je. Oh je, oh je. Nein, jetzt kommt auch noch diese Tante hier an. Nein, 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 nein. Los, los, los. Ich kann hier überhaupt nichts machen. Nicht das Geringste. Das darf doch nicht wahr sein. So. Du, komm mal ran hier. Was tun die hier eigentlich? Darf ich das mal wissen? So, okay, danke. Kriegst du mich hier noch down, oder was? Nee, 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 nee. Nicht mit mir, Fräulein. Nicht mit mir. Wenn sie jetzt noch einen. Okay. So. Eine erneute Potion of Strength dürfte auf jeden Fall mal nutzvoll sein hier, denke ich. Oh, nein, 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 nicht ernsthaft, nicht ernsthaft. Ich sehe dich hier, ich sehe dich auf der Seite. Okay. Das ist tatsächlich gewissermaßen uncool jetzt hier. So, zack. Auf Wiedersehen, die Damen und Herren da unten. So, ich bin einigermaßen voll gerackt. Jetzt geht's erstmal hier wieder nach innen. Also, du bist erstmal weg hier vom Fenster. Was ist hier drin los? Ah, okay, da komme ich nur in den inneren Gang. Da stehen zwar einige Jungs rum, aber die regeln irgendwie nicht das, wie ich es gerne hätte. So, also, was ist jetzt los hier? Kann ich jetzt mal in Ruhe hier die Schilder lesen, bitte? Do not go on the other side of the wall into the ground. If you do, the map will be ruined. Das habe ich ja nicht gemacht, ne? Achso, nee, wahrscheinlich mal die Wall hier gemeint, ja. Also, so, Moment, jetzt muss ich mir gleich nochmal die ganzen Anweisungen in Ruhe durchlesen. Das ist tatsächlich jetzt auch gleich schon das Ende der heutigen Folge. Einmal werden wir dem werten Herrn da hinten nochmal zeigen, wo der Hammer hängt, und dir unten werden wir das wohl auch zeigen müssen, oder wie sieht das aus bei dir? Werden wir machen müssen? Gut, dann machen wir das. Auf Wiedersehen. Okay, sehr schön. Also, was haben wir hier? Die Arrows sind nett. Das ist hier. Okay, nochmal Arrows. Da ist irgendwo ein Skelett. Da unten sind ein paar Skelette. Okay, nicht so schlimm. Also. Ich muss zu den Tribute-Chats, wo auch immer das ist. Okay, pass mal auf hier, Jungs, da unten. Könnt euch mal den hier. Ah, was machst denn du hier oben? Glaubst du nicht ernsthaft, dass... Jo, was geht denn jetzt bei denen auf einmal wieder ab? Wie kommen die alle hier rauf? Wie? Wie? Wie, 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 wie? Wie, verdammt nochmal, wie? Hallo, ich habe etwas gefragt. Könnte ich bitte eine Antwort auf meine Frage bekommen? Dankeschön. Nicht mit mir. Ihr kommt hier nicht rauf. Ihr kommt hier nicht rauf. Ihr kommt hier nicht rauf. Habe ich gesagt, hallo, wo ist denn das Problem? Habt ihr mich nicht ganz verstanden? Wie sind die hier raufgekommen? Ah, okay. Nein. Nein. Und nochmals. Nein. So. Servus. Auf Wiedersehen. So, okay. Jetzt müssen wir zu einem kleinen Häuschen irgendwo. Nachdem wir aber das Ganze jetzt erstmal hier etwas beruhigt haben, will ich sagen, dieses kleine Häuschen, wo ich jetzt gerade nicht wirklich weiß, wo es ist und was es uns bringen sollte, das suchen wir in der nächsten Folge. Denn, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wo es ist. Auf jeden Fall sollen wir dann hier reinkommen.
Das werden wir uns in der nächsten Folge suchen. Die heutige Folge war relativ aufregend, aber es war doch erstaunlich easy eigentlich. Und das hat mich doch sehr verwundert. War es doch eine Aufgabe, die nach etwas mehr gerochen hat. Nicht nach mehr, aber nach mehr, ne? Wie auch immer, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao. Das war jetzt eindeutig die falsche Verabschiedung. Was ich sagen wollte war, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Wenn nicht, dann nicht. Wir sehen uns morgen bei der nächsten Folge wieder. Haut rein, bis morgen, macht's gut, ciao.